Und ein Paar hier zu Gast, von denen sagen viele, es sei fast so eine Art Traumpaar. Sie sind eigentlich buchstäblich unzertrennlich. Kürzlich konnte ich lesen, dass also auch eine Trennung von wenigen Stunden für beide schon schwer ist. Klarer Fall, dass wir beide zusammen eingeladen haben heute Abend hier. Thomas, du bist noch sehr jung, du bist ziemlich reich und du bist sehr berühmt. Du hast vor allen Dingen deinen Traum verwirklichen können, ein Popstar zu werden. Wovon träumst du eigentlich jetzt noch? Die Frage, mein Traum, er wurde verwirklicht, das ist richtig. Er hat im Grunde meinen Traum, berühmt zu werden und Popstar zu werden, wurde eigentlich mit dem Erfolg und mit dem, was ich jetzt bin, übertroffen. Wovon ich weiter träume, eigentlich vom Leben zu zweit, das Leben mit meiner Frau, dass es gesund, glücklich und weitergeht, weil ich glaube, alles andere fügt sich dann. Wir sehen jetzt schon oder haben gerade schon gesehen Bilder von eurer Hochzeit. Mhm. Es ist ja so, man stellt sich immer so vor, Popstar sein ist deswegen so toll, weil man dann auf viele Partys eingeladen wird, weil man viele Leute kennenlernt, auch viele Frauen, man kann flirten. Es ist irgendwie so das süße Leben. Als verheirateter Mann, könnte ich mir vorstellen, ist das irgendwie weniger lustig. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, einmal kommt dieses Image, Popstars schwimmen im Geld, baden in Champagner und arbeiten nichts. Das ist ja so ein bisschen das Klischee, was uns anhaftet. Und eine Ehe, glaube ich, für mich zumindest, das ist von Typ zu Typ natürlich verschieden, aber für mich ist es förderlich, weil ich halt eben diese Kraft für diesen anstrengenden Beruf nur in einer Ehe finden kann und halt eben aus diesem Geborgensein und dieses Nachhausekommen immer wieder neue Kraft tanken kann. Anders könnte ich das überhaupt nicht mitmachen. Also Nora ist sicher im Moment eine der viel beneidetsten Frauen Deutschlands. Es gibt nur wirklich Tausende von jungen Mädchen, die sich gerne an ihrer Stelle sehen. Bist du dir eigentlich darüber im Klaren, dass du auch viele tausend Teenies sehr traurig gemacht hast? Das ist jetzt gemein, würde ich sagen. Was heißt traurig gemacht? Ich würde viel eher sagen, dass ich auch viele Freunde gewonnen habe unter den Fans. Es ist so gekommen, wie sich das fast niemand vorstellt. Es ist so positiv gekommen. Ich habe an meinem Geburtstag über 10.000 Briefe nur aus Deutschland gekriegt. Und die ihn nicht mögen, die mochten mich auch nicht. Und es ist halt da, wir waren schon vor Modern Talking verheiratet. Warum sollen wir eine Gewohnheit, die wir seit 5 Jahren jeden Tag machen, warum sollen wir die ändern? Also Thema Lebensträume, Lebenswünsche. Wünscht ihr euch zum Beispiel Kinder? Wollt ihr so eine richtig komplette Familie werden? Später. Was suchst du, Nora? Wir sind sehr spät, ja. Mögt ihr Kinder? Ja, also auf jeden Fall, nur momentan sind wir noch wahnsinnig jung, auch wenn wir etwas älter aussehen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Beruf zusammen, dass wir so viel im Stress sind, unterwegs sind. Aber wenn es mal ruhiger wird, dann bestimmt. Wenn man so viel im Stress und so viel unterwegs ist und sehr mit seinem eigenen Leben eigentlich auch beschäftigt, gibt es da irgendwie noch Dinge außerhalb des eigenen Lebens, die einen beschäftigen, vielleicht berühren, vielleicht sogar empören? Meine Frau hat da vor kurzer Zeit etwas aufgegriffen, am besten spricht sie selbst darüber. Oh ja, und zwar ein Lebensziel von mir ist auch, ich habe ein wahnsinniges Faible für Tiere und wir sind zwar Berliner, aber wir sind hin und wieder auch in unserer Heimatstadt in Koblenz und unsere Haushälterin, die hat uns darauf aufmerksam gemacht, die Gute, dass wir uns vielleicht mal im Tierheim umsehen sollten, weil da über 180 Hunde und Katzen sind, die vom Verhungern stehen und wenn nicht Geld gespendet wird, dass alle eingeschläfert werden. Na gut, dann waren wir da und es hat mich so mitgerissen, das macht einen so fix und fertig. Man kann sich das so gar nicht vorstellen, es sieht jetzt aus wie ein Schauspiel, aber wenn man da mal an den Boxen steht und einem die Hunde in die Augen gucken und kranke und angefahrene Hunde und kleine Hunde, da schlägt mir das Herz schon ein Stück tiefer. Und ich muss sagen, ein Lebensziel ist, dass man, wenn vielleicht das Koblenzer Tierheim mal saniert ist, ein Tierheim nach dem anderen zu sanieren in Deutschland. Das wäre für dich das Wichtigste, dass diesen Tieren geholfen wird? Ja. Weil ich sage mir, ein Mensch kann sprechen und kann artikulieren und ein Hund kann nur bellen und eine Katze kann nur miauen. Sie können ihre Gefühle nie richtig zeigen und wenn niemand drauf aufpasst, dann Wie ist das mit Menschen? Also ich meine, nimm es mir nicht übel, aber vergewaltigte Frauen, misshandelte Kinder, gefolterte Menschen, können die sich denn zur Wehr setzen? Das ist jetzt eine sehr schwere Frage. Ich würde sagen, das ist ein ganz anderes Gebiet. Selbstverständlich bin ich auch dafür, dass diesen Leuten geholfen wird. Das ist ganz klar. Aber für dich ist das wichtig, selbstverständlich. Die Tiere. Aber für mich ist es selbstverständlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, es wird jede Nacht in jeder Kneipe, Entschuldigung, den Ausdruck gesoffen, bis die Balken sich gebogen haben. Oder und die Kettenraucher, ich spreche jetzt auch die Kettenraucher an. Ich rauche selbst, aber wenn ein Kettenraucher eine Zigarettenschachtel am Tag halbiert und die 2 Mark geben würde, ein einziges Mal nur in seinem Leben, dann wäre allen
Tieren geholfen? Ist auch mein Thomas die Frage. Es gab ja Aktionen, beispielsweise das Band-Aid-Konzert für die Hungernden in Afrika. Es gab das Anti-Wahnsinns-Festival gegen Wackersdorf. Warum warst du bei keiner dieser Aktionen dabei? Damals, als diese Band-Aid-Geschichte aufkam, auch gerade hier mit den deutschen Künstlern, war Modern Talking gerade am Entstehen. Und wir hatten noch halt eben diese Popularität, wie wir sie heute haben, nicht? Ich glaube, wenn es heute zustande kommen würde, würde man uns auch fragen. Man hat uns damals nicht gefragt. Wenn man dich heute fragen würde, wärst du bei der nächsten Aktion gegen Wackersdorf dabei? Ich wäre mit Sicherheit bei Band-Aid dabei. Wackersdorf, ich bin nicht so ein wahnsinnig politischer Mensch, muss ich sagen. Das muss ich mit meinem Kollegen absprechen. Mit welchem Kollegen? Ja, mit dem Dieter natürlich. Okay, noch eine Frage an die Nora. Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre verheiratet mit einem Popstar, der dermaßen umschwärmt ist, den alle so toll finden. Ganz ehrlich, ich hätte zwischendurch Angst, er würde vielleicht irgendwie mal eine andere besser finden. Hast du nie Angst, dass er dir mal weglaufen kann? Da kann ich nur lachen, weil unser Vorlauf, wir kennen uns so lange, der ist so ewig lange. Und warum? Er hat im Prinzip halt keinen Grund dazu. Zweitens bin ich immer dabei. Die Presseleute, die mich... Keine Chance, weil du immer dabei bist. Ich weiß es nicht, ob er das Bedürfnis danach hat, aber mir gegenüber sitzen die Presseleute und denen ist bekannt, dass wir uns nie trennen und die wissen auch ganz genau, es gibt kein Foto allein und nichts, es ist eine Entscheidung von uns beiden und nein, ich habe keine Angst. Warum? Vielleicht, wenn ich mal 20 oder 30 Jahre älter bin und richtig hässlich bin und so, dann mache ich mir meine Gedanken weiter. Okay, also nach dem großen Erfolg kommt, wie man sieht, die große Liebe. Ich möchte jetzt gerne einen anderen Gast hier an den Tisch bitten. Das ist Amazone Willi aus Berlin. Hallo. Ja, aber eine Frage. Ja? Dein Patentrezept. Es gibt kein Patentrezept. Man kann, also man kann nicht sagen, man gibt ein bisschen Backpulver und ein bisschen davon was zusammen. Das ist unmöglich. Was, Backpulver? Ja, irgendwas zusammen, man mischt es und dann kommt das.